Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen im Dades Canyon. Gestern Abend im letzten Video habe ich euch gezeigt, wie hier alles im Dunkeln aussieht. Jetzt ist es hell und man kann es sehen. Na du, wirst du mich auch nicht ab? Achterbahn, ich sag nur Achterbahn. Das bin ich. Ich heiße Jana. Und ich liebe es, um die Welt zu reisen, fremde Kulturen zu entdecken und exotische Tiere zu beobachten und durch satte grüne Regenwälder zu wandern. Irgendwann kam dann auch Werner dazu, mein liebevoll ausgebauter Zitronen-Berlingo XL, mit dem ich Europa erkunde. Ich habe alles ganz alleine ausgebaut. Bett, Toilette, alles drin. Abonniert meinen Kanal, um bei meinen Abenteuern dabei zu sein. Und viel Spaß beim heutigen Video. Das ist hier der Speiseraum im Hotel. Und ich bin die Erste und frühstücke jetzt. Juice, Coffee und Marmeladenbrot. Schaut mal, jetzt ist es hell. Hier ist nochmal mein Hotel im Hellen. Und hier hinter ist der Fluss. Wir können ja mal hingehen. Das Auto ist noch nicht so richtig startklar. So, jetzt sieht man den Canyon erstmal so richtig hier. Was für ein Canyon. Hier unten fließt der Fluss. Einfach genial. Tingir versteckt sich hinter dem Hohen Atlas im Norden und dem Kleinen Atlas im Süden, hinter Gipfeln, die über 4000 Meter hoch sind. Hier in diesen Häusern leben die Berber. Wow! So, ich bin jetzt hier im wundervollen Tuga Canyon in der Nähe von Tingir. And you have some people they jump in with parachutes. And that mountain is 350 meters high. Nice. Yeah. And here also you have the normal people they live in behind these mountains. Also hier in den Höhlen leben auch Nomaden, die ziehen dann immer mal weiter. Man kann hier auch Mehrtagestouren unternehmen, also Wanderungen, geführte Wanderungen für Touristen und Klettertouren. Also hier hängen die Haken schon drin und man kann dann hier klettern gehen. Die Schlucht ist ungefähr 2 Kilometer lang. Die können hier schlecht in Kilometer rechnen, die rechnen in Minuten, er hat gesagt. 30 Minuten. Die Leute trinken das clean water. Es ist sehr clean water. Und das Wasser kommt in den Grund des Mountains. Also mein Guide heute, der mit dem hellblauen Tuch, der ist schon mal viel besser als der von gestern. Es sind viele Kinder, die ja eigentlich um Geld betteln.
unter den Palmen, da leben welche. So, wir gehen jetzt in ein Berberhaus und schauen uns mal an, wie man hier so lebt. Pueblo ist ja mal Eitbahatiski. Eitbahatiski heißt es hier. Oh, it's very dark. Ah, jetzt wird's wieder hell. Es riecht hier ganz stark nach Esel oder Ziegen, würde ich denken. No problem. Dort wird gerade ein Teppich gewebt. Also so ein kleiner hier kostet 90 Euro und ein großer bis zu 200. Für diese Gegend wird hier geworben, es soll aussehen wie in der Schweiz. Was meint ihr? Und noch eine leckere Tagine, aber ich glaube, das ist nicht mal die, die ich bestellt habe. Egal. Nachtisch. Und jetzt geht es weiter Richtung Wüste, Richtung Merzouga. Ja, ich laufe mit Backpack, zwei Wasserflaschen und noch einem Rucksack durch die Sahara. Und ich weiß nicht, wie weit. Da vorne ist die Sanddüne. Ich glaube, die denken, dass ich jetzt mit meinem Rucksack auf diesem Kamel reite. Die denken es wirklich. Was ist das Backpack? How long? Arabic. Okay. Yalla, give me your back. No. Give me your back, your camera. Also. Like that? Hey, what? Yes. Okay. It's okay. Okay. Ich sag euch, wehe, der wirft mich ab. Hier sind jetzt noch ein paar mehr in meine Gruppe gekommen. 40 Minuten muss ich jetzt auf diesem Kamel sitzen und mit meinen beiden Backpacks da hinten hinreiten. Na du, wirfst du mich auch nicht ab? Ich habe Kamel Nummer 7517. So, es geht los. Ich sitze auf dem Kamel. Ich glaube, sieht man nicht, oder? Ich drehe mal um die Kamera. Also ein Rucksack links, ein Rucksack rechts und das ist mein Kamel. Und da irgendwo müssen wir hin. Wir sind jetzt im Wüstensand angekommen. Oh, wir reiten hier echt ganz schön an so einer Kante vorbei. Nicht, dass wir hier abstürzen. So, jetzt wurden wir alle auf so einen Jeep hier verladen mit dem Gepäck. Und ich muss mal gucken, wo ich mich jetzt hier festhalte. Jetzt geht's los. Oh.
Eins davon ist meins. So, da ich einen Tag länger bleibe als die anderen, durfte ich mich jetzt erstmal hier reinbegeben, weil ich ein anderes Programm habe. Für euch zur Info, der erzählt gerade, hier kannst du Snowboard fahren. Das kostet 100 Dirham, das sind 10 Euro. Ah, hier sieht man erstmal alles. Das ist mein Camp. Da kommen wir irgendwo her. Hier ist noch ein anderes Camp. Okay, für 2 Tage ist jetzt dieses Camp mein Zuhause. So, darf ich euch vorstellen? Zelt Nummer 11 ist das meinige. Das ist die Luxusversion. Dann gibt es noch Zelte Basic. Und Basic ist so wie ein Dorm. Toilette, Bad. Sehr schön, so ähnlich wie in Uganda. Ich glaube, ihr seht mich nicht. Ich bin jetzt aus meinem Camp rausgegangen, weil ich höre hier Trommeln. Ich will mal gucken, ob ich mich traue, so weit weg vom Camp. Immerhin gibt es ja hier auch Skorpione und Schlangen und es ist echt frisch. Und ja, ich will mal schauen, ob ich die Trommler finde. Da hinten, das ist mir dann doch ein bisschen weit. So, ich habe mir jetzt meine dicke Jacke angezogen. Aber wahrscheinlich werde ich sie gleich wieder ausziehen. Dann gehe ich zum Lagerfeuer. Hört ihr schon? Man sagt ja dem Himmel in der Wüste immer nach, dass er viel heller leuchtet, aber kann ich heute noch nicht sagen. Total müde. Das war ein echt ereignisreicher Tag heute. Ja, hat euch das Video gefallen? Wenn ja, dann gebt mir doch einen Daumen hoch. Und wollt ihr weitere Videos sehen? Dann Kanal abonnieren. Bis bald!